Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zur zweiten Folge zu Let's Play Alone in the Dark 3. So, wir sind im Wilden Westen angekommen, haben schon unsere ersten Schwierigkeiten gehabt, aber irgendwie auch das haben wir gelöst und jetzt sind wir wieder irgendwo im Untergrund. Und jetzt schauen wir uns da mal um. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr so viel Leben, wir haben nur eine Kugel, also es schaut eigentlich nicht so gut aus. Aber schauen wir mal. So. Mal ein bisschen umschauen. Kann man das? Aber nichts, okay. Oh, was liegt da hinten? Da Wind. Ein Stock! Wir haben einen Stock, okay. Das kann man sich nicht anziehen. Gibt's doch nicht. Okay. Wir haben einen Stock. Was kann man einen Stock machen? Die Tür ist geschlossen. Die Tür scheint auch geschlossen zu sein. Die Tür ist auch geschlossen. Und die auch, okay. Gut, sonst gibt es aber nichts mehr, ne? Okay, wir halten fest. Wir haben es gefunden. Auf jeden Fall haben wir eine brennende Laterne. Das ist schon mal ganz cool. Eine goldene Kugel. Ah, okay, das ist für die Winchester. Ein Karo Ass. Wozu soll das hier gut sein? Keine Ahnung. Aber da haben wir auf jeden Fall wieder die Karo Ass. Beziehungsweise in Elon in der Tag 2. Was auch? Karo weiß auch Ass. Ich weiß gar nicht mehr. Gut, und dann gehen wir wieder mal nach oben. Da unten wüsste ich jetzt nicht, wie es weitergeht. Kann man eigentlich, warte mal, speichern? So, ich gehe jetzt mal auf Montana. Warte mal. Und sag da jetzt, hopp, komm, lieben. Genau. Okay, komisches Speichersystem, aber okay. Da kann man diese Zeichen aber auch noch betätigen. Schaut nicht so aus, okay. Aber das heißt, man kann auch die Dings sich mitnehmen, die. Schaut auch nicht so aus, okay. Ich tue es laden. Nicht, dass ich nur mal die lange Animation da habe. Wir haben einen Stock. Warte mal. Dort kann man vielleicht irgendwas erreichen, was weiter weg ist oder so. Da am Tisch zum Beispiel. Da geht aber nichts. Karo Ass. Aber das Teil da vielleicht erreichen. Na, das will ich. Nö. Okay. Gehen wir noch mal raus. Hast du da draußen irgendwas getan? Zufällig. Da hat sie nichts getan. Und da hinten sind nur wieder die Gegner. Warte mal. Besser, ich spare Licht. Und da will man speichern. Kann man da, wo es nach Schwefel riecht? Warte mal. Dumm. Werfen kann man die Lampe nicht, nö, nur ablegen oder irgendwo hinsetzen. Weil man doch dem da, wo es noch Schwefel riecht, wäre es ja spannend. Nee, okay. Wir haben doch vielleicht explodiert irgendwas. Schaut nicht so aus. Karo Ass. Keine Ahnung. Gut. Auf jeden Fall für die zwei Tore braucht man Schlüssel. Oder für die zwei Türen. Kann man da vielleicht jetzt irgendwie durch mit dem Stock? Nee. Mit der anderen, also für die braucht man Winchester und Karo. Ah. Karo Ass.
Ob das hier gut sein? Keine Ahnung. Oder hier vielleicht? Tür ist geschlossen. Glock? Nee. Karo Ass? Auch nicht. Das haben wir nichts Neues, ne? Hi, bin gleich wieder weg. Doch. Karo Ass. Nö. Okay, und ich bin schon wieder weg. Indem ich lade. Warte mal. Gehen wir nochmal ganz kurz rein. Indem ich wieder ein wenig verzweifelt bin, muss ich wieder alles probieren. Kann man vielleicht. Wenn wir da nochmal runtergehen. So. Da kann man eher nichts tun. Da ist irgendwas hinter der Tür, zumindest ist da. Schaut da irgendwas Rotes heraus. So soll das gut sein. Fenster. Nö. Und da bei dieser quasi eine Karte oder was das ist, dass man da wirklich nichts machen kann. Und mir halt immer noch. Das muss gut sein. Und sonst haben wir nichts mehr. Okay, jetzt haben wir Zündholzschachtel nochmal angezündet. Handlungen öffnen, suchen. Ich verstehe halt nicht, oder ich kann das nicht glauben, dass man da nichts machen kann mit dieser, weiß nicht, Karte oder was das ist. Benutzen? Okay. Nur mal ganz kurz öffnen, suchen. Da geht nichts. So, und da ist ja auch nichts mehr, ne? Da hinten. Nee. Da ist auch nichts. Aber irgendwas muss man da noch tun können. Zumindest mit dieser Tür, weil irgendwas ist dahinter auf jeden Fall. Man sieht es ja. Öffnen, suchen. Geht auch nichts. Verschieben wird man da wahrscheinlich auch nichts können. Nö. Dann geht's wieder mal nach oben. Dass da noch irgendwas gibt, oder? Ja, da war nicht so aus. Das kann man auch nicht damit öffnen oder suchen. Ein Schlüssel. Ah, okay, so geht das. Alles klar. Gut. Es war offensichtlich, es ist an mir gelegen. Jetzt probiere ich es aber auch gleich aus. Ah, eine Rassel. Jetzt geht's dahin. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Gut. So. Jetzt kann es mal wirklich weitergehen. Also es ist jetzt einmal. Fangen wir wirklich mal mit dem Spiel an. Jetzt checke ich wieder mal die Steuerung. Ah, so, ich muss einen Cut setzen. Muss irgendwo notieren. Ein Anblick. Nicht. Du. Naja, ich habe mein Notizbuch. Also mein Notizheftchen vorbereitet. So, da la. A. O. Na. A, I, T, D für Elon Attack. 3 Doppelpunkt zu Folge 1 hat gepasst. Folge 2 Doppelpunkt Cut. Rufzeichen. So. Alles klar. So, wir haben jetzt ein Rassel und Schlüssel. Was wir mit Rassel machen, ehrlich gesagt, habe ich auch keine Ahnung. Aber mit Schlüssel haben wir so ein paar Möglichkeiten.
Das ist quasi gegangen. Oder haben wir es eingebildet? Okay. Was kann man mit Rassel machen? Wozu soll es hier gut sein? Keine Ahnung. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir mal einen Schlüssel hier aus. Okay, da geht's aber nicht. Oh, ich glaube, ich habe eine Befürchtung. Ich glaube, ich habe eine Befürchtung, für was man den Schlüssel braucht. Gehen wir nochmal da runter. So. Immer dieser Schrei, ich liebe ihn. So. Na? Oh oh. Genau da, wo dahinter. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme ist. Wie ich das bemerkt habe. Ansonsten sage ich es jetzt noch einmal. Man sieht hier rechts bei der Tür, dass sich irgendwas dahinter befindet. Und ich habe die Befürchtung, dass man den Schlüssel benutzen kann. Was? Nicht? Warte mal. Benutzen. Und so soll das hier gut sein. Okay, doch nicht. Jetzt haben wir aber eigentlich was probiert, oder? Oder was hat sonst da irgendwo... Ah, vielleicht da unten nochmal den Tierschädel. Und so soll das gut sein. Nee, auch nicht. So, dann schauen wir noch mal raus. So, das Tor ist geschlossen. Wozu soll das gut sein? Die Tür ist geschlossen. Wozu soll das gut sein? Die Tür ist geschlossen. Wozu soll das hier gut sein? Die wird es ja doch nicht sein, ne? Also soll ich ja gut sein, okay. So, jetzt haben wir den Schlüssel gefunden. Und es passt einfach nirgends. Und wir haben eine Rasse. Wir probieren mal aus, dass ich die Rasse vielleicht gegen den Gegner verwenden kann. Schaut nicht so aus. Für den Gegner vielleicht. Auch nicht. Und da kann man Schlüssel auch benutzen. Nö. Gott, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich einen Schlüssel gefunden. Und das passt einfach nirgends. Man braucht vielleicht nur irgendwas suchen mit Klavier oder so. Hat nichts aus. Da hinten war ja keine Türe oder so, ne? Da probieren wir es einfach da nicht nochmal aus. Nee. Schlüssel. Kann da wirklich keine Türe mit dem Schlüssel öffnen. Ich kann das nicht glauben. Ich
Genauso wenig wie ich das glauben kann, dass man mit dieser Karte da hinten nicht interagieren kann. Schlüssel. Nein. Ich habe jetzt einen Schlüssel gefunden. Und ich kann den Schlüssel nichts interagieren. Da wir da nochmal öffnen suchen, vielleicht liegt ja da irgendwas noch rum. Etwas Spiritus. Eine Flasche. Eine Fellflasche. Okay, ich glaube, ich muss wirklich mehr öffnen suchen. Da ist nichts mehr. Okay, ich glaube, die Fellflasche, die bringt man mal, weil das heil und sicher. Die hat uns genau gar nichts gebracht. Dann tue ich aber gleich wieder laden. Hier, laden, so. So, da haben wir genau gar nichts mehr. So, nochmal öffnen, suchen. Da haben wir einen Schlüssel. Und die Rassel will ich auch wieder mitnehmen. Geh nicht richtig. Wie du richtig stehst. So. Dann nochmal hinter den Tresen und dann nochmal alles mitnehmen. Nehmen, nehmen, nehmen. So, jetzt haben wir nur mal speichern. Dann 9, so. So, 30 Leben haben wir jetzt. Oha! Okay, das war Zufall. Okay, es gibt eine Karte. Das finde ich wieder cool jetzt. Ich trinke nochmal, weil ich weiß nämlich nicht, beim letzten Mal, wo ich die getrunken habe, ob ich da vielleicht vorhin bei den zwei Kollegen Leben verloren habe und es ist tatsächlich so, wir haben 40 Leben wieder, alles klar. So, da haben wir eine Flasche, die können wir werfen, die könnte man ablegen, okay. Es gibt eine Karte, wie cool. Okay. Ich möchte noch mal rausgehen. So. Ich muss nochmal speichern. Dom, den. Dom 10. So. Wie schreckt sich immer, doch da bewegt sich immer was, da weiß ich nicht, die Salontüre. So, hey du. Was ist, wenn ich das wirf? Was? Okay, keine Ahnung, was das gut sein soll. Ich bin verzweifelt. Okay, da bringt's auch nichts. Ciao! Und etwas Spiritus. Okay, den Spiritus könnten wir theoretisch ablegen. Was sie das bringt? I don't know. Kann man... Mit dem Stock kann man nichts machen. Kann man mit der Karte irgendwas machen, was sich im Inventar befindet? Nö. Nur da vielleicht kann man irgendwas kombinieren. Warte mal. Kann man das hier benutzen? Okay, ich hab gehofft, dass man vielleicht einen Molotov Cocktail macht. Gut. Gehen wir nochmal rein. Anfügen. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt eine Flasche geworfen. Die jetzt da liegt. Die wir aber nicht mitnehmen können. Da unten hast du eh nichts getan.
So, warte mal, bevor er die Folge jetzt beendet, das will ich nur wissen, was er das gebracht hat. Das war eigentlich nur Zufall, dass er das probiert hat mit der Flasche. Weil ich echt verzweifelt bin. Jetzt kann man es nicht mitnehmen. Der Stieg ist unbegehbar. Was hat das jetzt gebracht? Ich lade nochmal. So. Gehen wir noch wieder rein. Kann man die da überall werfen? Achso, die kann man da überall werfen. Ob man womöglich mit der Flasche. Wo liegt das so? Ah, eine zerbrochene Flasche. Okay. So, jetzt haben wir eine zerbrochene Flasche. Was können wir mit dieser jetzt machen? Auch wieder keine Ahnung. Ich werde mal speichern wieder mal. Von 11. Die können wir wieder nur ablegen. Ich schaue wieder mal, ob man vielleicht irgendwas kombinieren kann. Irgendwie mal Falle legen, das wird auch nicht gehen, weil die bewegen sich ja nicht. Das Einzige, was man vorstellen kann, ist... Liegt da sonst noch was eigentlich? Warte mal. Ich stehe nicht richtig, warte mal. Da ist nichts, okay. Aber da liegt nur irgendwas am Boden, oder? Ich muss es nochmal probieren. Laden. Das hier laden. So, ich muss mir überhaupt die Flasche irgendwo mal hinwerfen. Werfen sie einfach da hin. Ah, ein Jeton. Wow, was? Was mache ich jetzt mit dem Jeton? Ich würde gerne mal ein Item finden, mit dem ich sofort weiß, wie es weitergeht. Das geht mir gerade extrem ab. Geht das mit Klavier? Nö. Ich habe noch auch noch null Ahnung, wo ich einen Jeton einsetzen kann. So, aber jetzt brauche ich eine Flasche und ein Jeton. Na toll. Ja, gut. Wie gesagt, ich glaube, ich werde jetzt die Folge mal beenden. Ich werde mal ausgehen und schauen, wie es weitergeht. Da wird es auch nicht gehen. Und ja, genau. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge zu Let's Play Alone in the Dark 3. Dann geht es hoffentlich besser voran. Schauen wir mal. Vielen Dank wieder fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Euer Dom.